Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bzw. zu einer weiteren Folge Kabel. Nein, wir müssen jetzt nämlich keine Kabel verlegen. Wir müssen erstmal dieses ganze Kabelzeugs neu verkabeln, denn wir müssen hier oben durch. Dieses Ding sollte ursprünglich dafür dienen, den Tag-Nacht-Zyklus zu verwenden, um bestimmte Dinge wie das Tor zu sichern. Aber dafür werden wir dieses Ding nun nicht mehr verwenden müssen. Aus diesem Grund kommen jetzt auch die ganzen Observer hier weg. Jetzt muss ich kurz überlegen. Brauche ich das? Ich brauche es durchaus. Zack, zack. Jetzt haben wir wenigstens eine normale Turmspitze. Wir werden jetzt diesen Turm so umbauen, dass man von hier aus schießen kann. Das heißt, wir müssen, gute Frage, was müssen wir? Wir müssen dieses ganze Teil hier nochmal etwas überarbeiten. Ich muss erstmal nur kurz verstehen, wie ich das gebaut habe. Okay, Klingt einleuchtend. Ja, das hatte seinen Ursprung ursprünglich hier. Okay. Das heißt aber auch, dass wir dieses Signal verwenden werden können. Aber erstmal machen wir hier oben zu. So. Und zwar benötigen wir das Signal bis, ich muss mal kurz gucken, wo ist was? Hier ist vorne, okay. Das heißt, wir machen ungefähr hier so eine Art aus. Guck rein in den Turm. Das heißt, das Signal geht bis hier herunter. Ist das so klug? Okay, man sieht nichts, das ist gut. Aber kann ich die natürlich nicht. So, jetzt. Okay. Das heißt, wir brauchen ein kurzes Knopfsignal. Das bedeutet, dass ich erstmal alle Sachen hier lösche und mir einen Steinknopf hole und ein bisschen Redstone. Oh, und natürlich den Observer. So, okay, das bedeutet, wir brauchen die Observer in diese Richtung. Passt das? Ja, das passt durchaus. Zack, zack. So, die Frage ist und bleibt, ob das auch funktioniert. Aktuell funktioniert es nicht. Aber ich möchte wissen, ob das Signal überhaupt hier oben ankommt. Okay. Gute Frage.
Ja, wie machen wir das am besten? Ich muss den doch jetzt erstmal kurz hier weghauen. Am besten, wenn wir dieses Signal beobachten können. Hat das ganz kurz geblinkt? Ich weiß es nicht. Okay, ich mache Folgendes. Ich hole mir eine Redstone-Fackel und wenn die Redstone-Fackel wenn die Redstone-Fackel, wenn die Redstone-Fackel, würde die ein Signal blockieren? Nein, wenn sie ausgeht. So. Wenn die ausgeht, dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn nicht, dann haben wir alles falsch gemacht, müssen uns was anderes einfallen lassen. Nein, es funktioniert nicht. Dabei war das doch die einzige Methode, Moment mal kurz, die mir gerade so eingefallen ist, wie man das so am besten machen kann mit einem Observer. Oder leiten Observer Strom nicht durch Blöcke durch. Wie dem auch sei, wir werden jetzt was anderes verwenden. Dazu brauchen wir leider wieder die Pistons und den Kolben. Hier muss Piston rein. Der Rest wird Observer. Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe, dass es so funktioniert, weil manchmal will es und manchmal will es das nicht. In dem Fall möchte Minecraft das nicht. Das heißt, ich muss irgendwie eine andere Möglichkeit. Warum ist der jetzt ausgefahren? Und habe ich in meiner Struktur was geändert? Nee, habe ich nicht. Okay. Das sollte so nicht sein. Und warum ist er immer noch oben? Dämlicher Kolben. Okay. Ich muss mir was einfallen lassen. Am besten ohne das Ganze hier kaputt zu machen. So. Das Problem ist, ich kann das nicht nach unten bauen. Das muss leider so sein. Aber da können wir uns vielleicht den ganzen Moment. Impulsquatsch können wir uns doch sparen. Diesen ganzen Impuls brauchen wir doch gar nicht mehr. Haha. Das ist nicht zwingend notwendig, das ist gut, denn so haben wir jetzt eine viel einfachere Möglichkeit, da wir jetzt einfach ein Dings da nehmen. Aha. Nein. Ein das. Eins Knopf. Ich brauche sowieso ein Knöpfle. Aber einen, bei dem man das Signal nicht so gut sieht. Das heißt, der Knopf muss irgendwo sein. Erstmal überhaupt, wird überhaupt geschossen, wenn ich einen Knopf drücke, oder wird überhaupt nicht geschossen? Das möchte ich doch ganz gerne mal wissen, ob überhaupt geschossen wird. Denn das sieht für mich im Moment nicht so aus. Deshalb schaue ich jetzt erstmal ganz kurz hier nach,
Ob ich auch alles angeschlossen habe, so wie es angeschlossen werden sein sollte. Entschuldigt für das Schniefen. Also eigentlich müsste das Nutzen des Signals dafür sorgen, dass die funktioniert. Tut es aber gerade nicht, weil... Ah! Okay, verstehe. Schön, dass ich das jetzt auch mal weiß. Zack, einmal kurz umdrehen, bitte. Wo ist die Flip-Flop? Da ist die Flip-Flop. Gut. So. Zack. Und bis hierhin ist kein Repeater-Signal, natürlich. Das bedeutet, wir müssen das Signal noch mal etwas verstärken. Jetzt müsste es wieder funktionieren und irgendwo musste geschossen werden wahrscheinlich. Hier. Hier wurde geschossen. Okay. Sind die anderen denn alle leer? Oder überhaupt angeschlossen? Also, das hier ist angeschlossen, das weiß ich. Ich schaue jetzt nochmal nach, ob ich wirklich auch überall alles so angeschlossen habe, wie es angeschlossen werden soll. Hier ist es nicht angeschlossen. Aber jetzt. Okay. Da ist schon mal der erste Fehler gewesen. Next. Hier ist es auch angeschlossen. Schauen wir mal. Du bist auch angeschlossen. Das heißt, wo bin ich gerade? Ich bin gerade auf der Rückseite. Okay. Bei dem waren wir vorhin, glaube ich. Ich kann mir Orientierungen nicht so gut merken. Aber ja. Wir haben sie alle angeschlossen. Das heißt, wir können das jetzt nochmal testen. Und ich hasse Lichtbugs. Ich hasse Lichtbugs so sehr. So unglaublich groß hasse ich Lichtbugs. So. Schauen wir mal, ob geschossen werden würde. Ich sehe aktuell nicht, dass geschossen werden. Doch, da wurde geschossen. Und da auch. Ja, das Signal braucht durch die Repeater etwas länger, um zu schießen. Aber... Das hat offenbar geklappt. Hat das auch hier drüben funktioniert? Ja. Und ja. Perfekt. Das System funktioniert also. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt noch das da wegmachen. Und hier unten an dem T-Flip-Flop-System noch was ändern. Denn, ja, jetzt ist es aus, das ist richtig. Wir brauchen einen Comparator, einen Redstone, ein Trichter und vielleicht ein Repeater.
Und einen Spender. Denn ich möchte Folgendes machen. Ich möchte, dass sobald ein Signal hier ist, dass eine Glock aktiviert wird, welche nicht so schnell sein soll. Deshalb auch der Repeater. Ich will eine langsam getaktete Glock haben. Demnach brauchen wir das nicht. Das auch nicht. Aber das. So. Und das Signal weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Testen wir jetzt einfach mal, ob durch das Einschalten des Signals öfter geschossen wird, als wir es dachten. Deshalb mache ich hier jetzt einfach mal ein bisschen auf. So. Der Knopf wird natürlich noch schöner gemacht. So, jetzt müssen wir erst mal ein bisschen warten. So, schauen wir mal. Fällt mir gerade nicht. Warum wird nicht geschossen? Sind die denn leer oder was? Ne. Trotzdem wird nicht geschossen. Warum? Das Ding ist an. Das sollte eigentlich dafür sorgen, dass es wieder ausgeht. Wieso tut's das nicht? Das ist eine gute Frage. Natürlich. Meine Schuld. Meine Schuld. Okay. Jetzt wird geschossen. Perfekt. Jetzt wird so lange geschossen, bis wir hier oben dieses beschissene Fenster wieder zumachen und den Knopf hier drücken. Jetzt wird noch ein bisschen nachgeschossen. Und naja gut, so ganz effektiv ist das jetzt nicht, was das Schießen angeht, wegen der Burg, weil ein paar Sachen nicht getroffen werden, aber das reicht meiner Meinung nach zur Abschreckung. Und auch hier wird ordentlich geschossen. Perfekt. 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 So. Das heißt aber auch, dass wir das hier zu einem Balkon, Dingenskirchen vielleicht umbauen. Ich muss mal schauen. Das sieht nämlich nicht danach aus. Aber ich habe eine Idee. Und zwar machen wir Folgendes. Wir nehmen Glasscheiben. Und diese verwenden wir einfach hierfür. Hier kommt man zwar sowieso nicht durch, sieht aber trotzdem irgendwie ein bisschen kacke gerade aus. So, jetzt sieht es etwas besser aus. So sieht es noch besser aus. Und zack und zack. Und schon haben wir ein Aussichtspunkt, von dem wir ausschießen können. Gut, in der nächsten Folge werden wir uns dann darum kümmern, das schön anzuschließen. Deshalb sage ich,
bis zur nächsten Folge. Und Klingeling, nein, und ciao, Leute.